Unsere Themen am Dienstag. Umgekippter LKW legt Galinchen lahm. Baustart am Bahnhof. Und Hilfe bei Schlüsseldiensten. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Jetzt Heizöl bestellen unter 03544 50 33 63 oder online unter baywa.de/shop. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Der FC Energie Cottbus hat auf den anhaltenden Negativtrend reagiert und Sportdirektor Roland Benschneider mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Der bisherige Marketingleiter und Energieurgestein Ralf Lemke wird dafür als Teammanager installiert. Er soll dicht an das Team heranrücken und mit seiner Erfahrung neue Impulse im Abstiegskampf setzen. Als Grund für die Entscheidung nannte der Verein mangelnde Akzente in der aktuell bedrohlichen Situation und unterschiedliche Auffassungen bei der Kaderplanung und Personalführung. Benschneider ist seit 2014 im Verein. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. In Galinchen ist heute Morgen ein LKW mit Gefahrgut umgekippt. Eine Person wurde zum Glück nur leicht verletzt. Alle Details sehen Sie jetzt. Auf der Galinchener Hauptstraße ist heute Morgen gegen 7 Uhr ein Stickstofftransporter von der Straße abgekommen. Er hat eine Ampel umgerissen, geriet ins Schleudern und ist anschließend umgekippt. Vom flüssigen Stickstoff ist nichts ausgelaufen. Der Fahrer des LKWs ist ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht geklärt. Die genaue Unfallursache ist momentan noch unklar. Die Polizei ermittelt. Fest steht nur, dass der LKW aus Richtung Spremberg kommend hier irgendwie von der Fahrbahn abkam und auf der Gegenfahrbahn dann zum Liegen kam. Durch den Unfall musste die Galinchener Hauptstraße voll gesperrt werden. Ein zweites Fahrzeug pumpte den Stickstoff ab und Räumfahrzeuge beseitigten den LKW. Die Straße blieb den ganzen Tag gesperrt. Die Schäden sind vergleichsweise überschaubar. Es wurde die Ampelanlage beschädigt, die Straßenbeleuchtung wurde beschädigt. Da muss dann sicherlich im Nachgang nochmal eine Auflistung der Schäden erfolgen. Die beschädigte und die vollkommen zerstörte Ampel werden schnellstmöglich ersetzt. Eine genaue Uhrzeit, wann die Sperrung komplett aufgehoben werden kann, gab es zu Redaktionsschluss noch nicht. Unter Umständen können die Arbeiten bis in die Morgenstunden andauern. Schon lange steht es auf der politischen Agenda. Der Hauptbahnhof soll zum zentralen Knotenpunkt der Stadt umgebaut werden. Viele Jahre sind seit der ersten Ankündigung vergangen. Nach dem ersten Spatenstich am 11. Dezember haben gestern die ersten Arbeiten begonnen. Es geht los. In diesen Tagen werden auf dem Bahnhofsvorplatz Bäume gefällt. Das ist ein weiterer Schritt zum Um- und Ausbau des Hauptbahnhofs. Nach jahrelangen Plan- und Verzögerungen steht somit dem klimagerechten Mobilitätszentrum scheinbar nichts mehr im Wege. 2011 sind die Pläne bereits bekannt geworden. Zwischenzeitlich ist es dann um das Großbauprojekt ziemlich still geworden. In einer Sondersitzung ist der Baustart am 16. Mai 2014 verschoben worden. Auch in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung sind neue Herausforderungen rausgekommen in Hinsicht auf Kampfmittelbereinigung, Grundwasserthematik, der wir uns stellen natürlich. Entscheidend ist allerdings, dass wir natürlich unsere bauvorbereitenden Maßnahmen voranbringen. Ein Teil zum Um- und Ausbau ist bereits am 21. Juli 2014 fertiggestellt worden. Der neue Park-and-Ride-Parkplatz.
Er bietet Platz für 290 Pkw und 4 Motorräder. Wir sind Oberzentrum, wir sind eine attraktive Stadt und der Bahnhof ist immer das Tor zur Stadt. Und damit ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass nun endlich dieser Hauptbahnhof barrierefrei und sehr modern ausgebaut wird. Der Park-and-Ride-Parkplatz wird später einmal den jetzigen vor dem Hauptbahnhof ersetzen. Generell verändert sich der Vorplatz bis Mitte 2019. So wird hier der neue Busbahnhof entstehen. Die Straßenbahngleise werden so verlegt, dass die Linien direkt vor dem Hauptbahnhof halten. Und auch die Bahnsteige und Bahnanlagen werden barrierefrei umgebaut. Man kann direkt umsteigen in die Bahn, kann ob als Pendler oder Tourist dann nach Berlin oder sonst wohin fahren. Ein Bauvorhaben, welches nach der Bahnhofstraße und Straße der Jugend für die Stadt umfangreich ist. Gleichzeitig ist es ein sehr notwendiges. Bis auf kleine Reparaturen ist auf dem Bahnhofsgelände seit 20 Jahren nichts mehr getan worden. Am kommenden Samstag, den 27. Februar, gibt die deutsche Rockband Heldmaschine ein Konzert im Manitou bei Forst. Heldmaschine waren zuletzt mit der Band Zapfe Tusselli auf Tour. Im Manitou werden sie selbst aber im Fokus stehen. Starker Bass, harte Drums und Gitarrengewitter zeichnen sie aus. Darüber hinaus wird es eine beeindruckende Live-Show geben, Aluminiumkulissen und Lichteffekte inklusive. Einlass ist 20 Uhr, los geht es 21 Uhr. Nun zu unseren Kurznachrichten. Diesmal unter anderem mit einem Umzug innerhalb der Cottbuser Verwaltung. Verwaltungsumstrukturierung. Ab dem 1. März sind die Sozialbereiche der Verwaltung an einem neuen Standort anzutreffen. Dies beinhaltet die Sachbearbeiter für das Bildungs- und Teilhabepaket sowie für die Schülerbeförderung und den Schülerspezialverkehr. Bislang hatten sie ihren Sitz in der Thiemstraße 37. Neuer Standpunkt ist das Technische Rathaus in der Karl-Marx-Straße 69. Dort stehen in der 6. Etage Ansprechpartner zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. Letzter Sprechtag in der Thiemstraße ist am 23. Februar. Die ersten Tage in der Kita. Am Donnerstag können sich Interessenten einen Vortrag zum Thema Bindungsentwicklung im Kleinkindalter anhören. Der Vortrag wird von Psychologin Doris Klinke-Schulze von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in der Stadt- und Regionalbibliothek gehalten. Spezieller Fokus wird auf den Übergang in die Kindertagespflege gelegt. Der Eintrittspreis ist 2 Euro, um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0355 38 06 024 wird gebeten. Lieder aus 25 Jahren Piccolo. Am Freitag und Samstag feiert das Piccolo-Theater sein 25-jähriges Jubiläum. Freitagabend um 19 Uhr beginnt die Feier mit dem Liederprogramm Im Fischteich Vogelsein. Das ist ein Auszug aus bekannten Stücken wie Was heißt hier Liebe, Die Bremer Stadtmusikanten oder auch Love, Love, Love. Die musikalische Leitung übernimmt Detlef Bielke. Gründe gibt es viele. Der Wecker klingelt nicht, man trödelt rum oder hat einen wichtigen Termin vergessen. Alles führt dazu, dass man anfängt zu hetzen und ganz schnell Haus oder Wohnung verlassen muss. Besonders ärgerlich, wenn man dabei eine Sache vergisst: seinen Schlüssel. Der Verband der Sachversicherer hat ausgerechnet, dass allein durch Schlüsseldienste pro Jahr knapp 100 Millionen Euro Schaden entstehen. Dabei ist es ganz einfach, sich vor Abzocke zu schützen. Die Zeit drängt, man will irgendwo hin, ist einen Moment nicht aufmerksam und zack, da ist es schon passiert. Die Tür fällt ins Schloss und der Schlüssel ist nicht da, wo er sein sollte. Da hilft nur noch der Schlüsseldienst. Eine Nummer ist schnell gefunden, kurz das Internet befragen und schon hat man mehrere Auswahlmöglichkeiten. Doch Vorsicht, genau da lauern die Tücken. Wenn Sie einen Schlüsseldienst zum Beispiel für Cottbus suchen, auch im Internet suchen, dann wird es sehr oft so sein, dass Ihnen eine Rufnummer auch aus Cottbus gegeben wird. Sie rufen dort an, aber Sie landen gar nicht in Cottbus, sondern bei einem Callcenter zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Und dann wird irgendein Mitarbeiter losgeschickt und der nimmt dann horrende Preise für eine ganz normale Türöffnung. Sollte der Ernstfall eintreten, lohnt sich die Recherche im Vorfeld. Die Nummer seines örtlichen Schlüsseldienstes kann man ja vorsichtshalber einspeichern. Gerät man dann doch an den falschen, ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Wenn dort tatsächlich solch ein Schlüsseldienst genommen worden sein soll und es werden dort überhöhte Preise verlangt, dann sollte man diese überhöhten Preise unter gar keinen Umständen bezahlen. Wenn dort tatsächlich 300, 400, 500 Euro oder sogar noch mehr gefordert werden für eine normale Türöffnung, dann sollte man das verweigern. Zur Not sollte man dort die Polizei rufen.
Denn einmal bezahlt, sieht man sein Geld nicht so schnell wieder. Also am besten immer ein Auge auf den Schlüsselbund werfen. So spart man viel Zeit, Geld und Ärger. Das war unsere LTV-Sendung am Dienstag. Morgen grüßt Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Cornelia Schöne. Dann geht es unter anderem um einen verdienten Landschaftsarchitekten. Außerdem nehmen wir die handelsübliche Plastiktüte ins Visier. Schalten Sie also wieder ein. Tschüss und einen schönen Abend. Für Genießer und aktive Menschen gibt es jetzt nicht nur das passende leichte Bier von Landskron, sondern auch das erholsame Aktivwochenende im Sternehotel mit Halbpension. Gewinnen Sie auf landskron.de Hotelaufenthalte in den Privathotels Dr. Lobeck im Wert von insgesamt 9.000 Euro. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Auch wenn erfolgreiche Karrieren schon in einer Garage begonnen haben, muss man ja nicht gleich so wohnen. Günstige Studentenwohnungen in Cottbus gibt es bei der EG Wohnen. Schön ist der Morgen, sinken die Lächeln. Eva, Eva, Eva. Me va la vida, me va la fiesta, me pide ya. You raise me up, so I can stand the mountain. You raise me up, to walk and soar the sea. Fühlen Sie sich wie im Urlaub. Und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. In der Nacht klart der Himmel etwas auf. Die Wolken, die bleiben, können aber trotzdem immer wieder Regen bringen. Die Werte liegen um die 6 Grad. Der Mittwoch startet bewölkt und regnerisch mit Werten von maximal 4 Grad. Der Wind frischt immer wieder auf. Im Laufe des Tages legt sich das aber. Dann lassen auch die Niederschläge etwas nach, es bleibt aber bewölkt. Die Tageshöchstwerte liegen bei 7 Grad. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Good job.
Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude.